Gute Nachricht für alle Wochenend- und Feiertagsausflügler. Die Verbindung von Erfurt bis zum Bahnhof Rennsteig ist nun für 10 Jahre sicher. Das regelt der Vertrag zwischen Südthüringenbahn und Land im Umfang von 5 Millionen Euro. Noch Anfang des Jahres stand die Verbindung vor dem Aus. Im Entwurf des Nahverkehrsplans 2018 war sie nicht einmal vorgesehen. Erst Proteste und die Intervention des Tourismusministeriums brachten das Umdenken. Wichtig ist die Zusage unter anderem für die Rennsteigbahn. Ihre Mitarbeiter haben bereits über 9 Millionen Euro und viel ehrenamtliche Arbeit in das Streckennetz investiert. Ja, wir sind sehr erleichtert, weil wir schon eine Situation hatten, in der wir 3 Tage vor Verkehrsbeginn eine Absage bekommen haben. Und nun ist es so, dass wir eben 10 Tage vor Verkehrsbeginn eine Zusage bekommen haben für die nächsten 10 Jahre. Und das ist für unser Unternehmen schon eine ganz tolle Sache. Auch die Südthüringenbahn hatte sich ins Zeug gelegt. Spezielle Triebwagen für die 60-prozentige Steigung auf der Strecke, Züge mit Steckdosen und variablen Sitzflächen und Fahrradstellplätzen je nach Saison wurden angeschafft. Doch noch ist nicht alles ausgestanden. 3 Millionen Euro wird es kosten, die Schienen zu reparieren. Doch dieser Bescheid ist noch nicht eingegangen. Das Geld ist da und wir sind dabei, jetzt die Vertragsverhandlungen mit der Bahn zu führen, dass sie das Geld auch annehmen können. Das ist nicht so einfach, da ist dann das Landesverwaltungsamt noch dabei und so. Also da wird verhandelt, aber ich bin ganz sicher, dass wir das zeitnah hinbekommen. Schließlich wollen wir, dass die 10 Jahre auch der Verkehr fließen kann. Und das wäre auch im Sinne der Passagiere. Bessere Schienen erlauben eine höhere Geschwindigkeit und damit eine bessere Anbindung des Rennsteigs an den Erfurter ICE-Knoten. Die Nachfrage jedenfalls steigt. In diesem Jahr nutzten das Angebot bis Anfang November rund 26.000 Fahrgäste. Schon 4.000 mehr als im gesamten Jahr 2016.